gehe jetzt wieder angeln. Und minus 2, 5, 7. Okay. Oh, hier ist eine Truhe. Ich habe sehr viele Kartoffeln gefunden. Das klingt lecker. Und damit meine ich 28. Eine Feder und eine Eiche. Und ich habe eine Katze. Und da weißt du was an. Oh, ich habe einen Fisch gefangen. Sehr schön. Hören die Katzen von Villagern eigentlich klauen? Und du meinst, da kann man wirklich... Gold, Obsidian und Apfel. Was würde ich eigentlich angeln? Ich bin vergesslich. Name-Tags. Name-Tags. Das kannst du wirklich angeln? Fische kann man angeln, aber... Du kannst auch Verzauberungsbücher angeln. Aber auch nicht so gute. Also bisher habe ich... Ich habe auch mehrfach schon Mending aus dem Wasser gezogen, also das ist jetzt nicht das Problem. Stimme ich nicht beim Angeln, Creeper? Wird hier gerade ein Nymph gesprengt von einem Creeper. Beim anderen. Klingt nicht gesund. Digga, was gegen Angler hier? Das Bett nehme ich mir mit. Also bisher habe ich einen Fisch und ein Seerosenblatt geangelt. Cool. Stiefel habe ich noch nicht geangelt. Hallo? Hier, warte. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nur ein Skelett. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ich hab zwei Papier. Wait, no. Ihr beißt nichts an. Oh, das bringt dich. Es beißt nichts an. Mal sehen, ob ich irgendwo hier Dinge verkaufen kann. Okay, da ist gerade ein Squid gestorben. Sind ein Fisch. Ah ja. Oh, die haben eine Schlucht direkt hier. Ich glaube, ich sollte mal woanders hingehen zum Angeln. Hier beißt nichts an. Okay, ich denke mal, den Ofen werde ich hier mitnehmen. Der ist besser. Und die zwei nehme ich mit. Schön. Und sonst so. Ach, ich mache hier gerade Leute arbeitslos. Sonst? Und ich angel. Vielleicht soll ich anfangen, die Türen in den Häusern, die ich gelootet habe. Ein Seerosenblatt. Okay, hier war ich. Hier ist nur ein Kind. Sehr attraktiv fürs Let's Play. Und ich jetzt hier angle. Ja, du, ich habe die letzten paar Folgen wahrscheinlich mit Erde schaufeln verbracht. Also. Ja. Ganz entspannt hier. 1, 2, 3, 4, 5. Da messt was an. Ein Fisch. Neue Rezepte versuchen. Nice. Ich habe ein roher Kabeljau und roher Lachs. Oh, Lachs. Da gibt es Lachs zum Abendessen. Gibt's wirklich, weil ich Lachs im Supermarkt gekauft habe. Auch in echt. Oh, ich würde mir ein Schwert mit Unbreaking 2 besorgen. Nicht schlecht. Ah, und du brauchst doch mit Sicherheit keine 2 von den Öfen. Ich hoffe, ich habe den richtigen erwischt. Ja, er ist noch Schmied. Ja, wie war denn euer Tag so? Oh ja. Er war da. Das trifft's recht. Gut, ja. Ich bin heute noch schnell durch den Supermarkt gerannt, weil ich 2-3 Sachen noch zu kaufen hatte. Ja, ich war vorhin auch einkaufen. Aber ich nicht. Nichts Spannendes. Ansonsten muss nachher noch Lego Herr der Ringe hochladen, den letzten Stream.
Ja, ich muss noch die ersten paar Folgen von Nier schneiden. Und dann ist hier noch der Whispered World ist dann noch. Jetzt habe ich den Fisch verpasst. Whispered World muss dann noch geschnitten und hochgeladen werden. Und jetzt Minecraft, die Minecraft-Folgen dann natürlich auch. Aber erstmal das Lego Herr der Ringe dran. Stück für Stück. Was habe ich denn jetzt da geangelt? Verrottetes Fleisch habe ich geangelt. Wow. Stück Zombie. Was den Bach abwärts getrieben ist. Zombie-Bausatz. Okay, das. Ich nehme meinen Kartentisch noch mit, wenn ich eh schon hier bin. Und den Teppich klaue ich ihm. Kabeljau. Sehr viel Kabeljau hier. Ich habe Teppich geklaut. Kann man sich dann braten und was der Christus machen? Ist dann, ja, auch nicht schlecht. Ja, gebratene Kabeljau, wenn ich raten müsste. Jede Menge. Ich habe jetzt viel Kabeljau und einen Lachs. Habt ihr hier keine Bauern? Ich hätte das gern essen. Das ist der Angelsimulator. Ich hätte gern zumindest jemanden, der mich Essen verkaufen kann, am besten ach, eures. Fuck, warum so ein Baum? Oh, jetzt nehme ich halt den Weizen hier mit, aber. Oh, Lachs. Sehr schön. So einfach kann das Leben sein. Mal ein bisschen am Ufer stehen und ein bisschen angeln. Obwohl es ja kein Ufer, es ist ein Tümpel, mich angeln. Jetzt soll ich mal zu interessanten Gewässern gehen. Es reicht halt auch ein Block zum Angeln. Spielt das eine Rolle, wo man angelt, oder ist das. Absolut nicht. Ist nicht wie an Animal Crossing, wo man halt, je nachdem, wo man angelt, bessere Sachen fangen kann. Nö. Ah, schade, ihr habt hier keine Bauern. Ja. Und Kabeljau. Toll, ich schaff's beim einzigen Viehzüchterdorf überhaupt zu landen. Und das zu entspannt, keine Bauern, aber oh, fünf wieder Lachs. Lachs und Kabeljau angeln zu entspannter Musik. Und zu Mollys und Poffs Gerede. Und ein zweiter Schmied, was? Ich glaube, das war mit der Kabeljau. Zweiter Schmied, das muss mal ein sehr kriegerisches Völkchen sein. Oh mein Gott, ich hab Unmengen Eisen. Und einen Sattel. Oh, einen Sattel könnte ich brauchen, dann kann ich deinen Armer reiten. Ich habe drei Eisenspitzhacken. Und ich hab. Moment. Monif hat zu viel Eisen im Blut. Ja. Zwei Eisen im Blut. Wo sind die Hosen, die ich geklaut habe? Läuft jetzt da ein Villager ohne Hosen rum? Das ist ja. Ah. Der war ich habe gar nicht geklaut. Jetzt. Ich habe Eisenhosen. Oh. Das ist was Neues. Ein Kugelfisch. Ich hab Puffy geangelt. Nice, iss ihn mal. Nee. Ich meine gehört zu haben, dass das schlecht ist. Nein, du musst ihn nur gut zubereiten. Muss nur braten. Das mache ich auch gleich. Soll sowieso mal wieder essen. Meine Herzen sind alle. Mein Hungerbalken ist auch leer. Ich geh mal Fisch braten, dann komme ich wieder. Warum habe ich zwei Betten? Ja. So, was habe ich jetzt alles gelootet? Ich habe Weizensamen, die ich jetzt alle weghauen werde. Beziehungsweise ich pflanze die mal eben kurz ein. Hey, Horst. Weil kann man potenziell verkaufen. Horst ist doch ein guter Name für einen Namen, finde ich. Oh ja. Jetzt wird erstmal Lachs gebraten. Da wird erstmal der Lachs gebuttert. Ich hab seltenst genug Holz. Klassisch. Ich hab nie Holz. Gebratener Lachs. Was habe ich jetzt alles gemacht? Ich hab ein Bett, ich hab Karotten, ich hab Kartoffeln, ich hab ein Blast Furnace, ich hab Bricks, ich hab einen normalen Ofen, der scheiße, brauche ich nicht. Kartografietisch. Lecker. Rote Betesamen. Sattel. Drei Eisenspitzhacken. Fünf Heuballen. Brot,
Apfel, Obsidian 6 Stück, 8 Eisen, Feder Skugelfisch. Und ich hab ein Bett gelootet. Okay, der Kugelfisch kann gar nicht der Kugelfisch will nicht gebraten werden. Geht das traurig, nicht? Oder? Traurig. Kann man Kugelfisch nicht braten? Demnach, ich glaube, man kann ihn halt auch. Dadurch, dass er sowieso in seiner Grundform schon giftig ist, kannst du ihn, glaube ich, nicht zubereiten. Seid ihr in der Nähe von einem Bett? Ja. Ich brate den Rattenfisch. Ich gehe rüber zum Häuschen. Witz. Bin im Bett. Ich brate mir hier noch Abendessen. Oh, Plan ist vorbei oder was? Oh, bei mir auch, lol. Zeitgleich mit Damen oder was? Nein, die war angehalten. Das ist diese Scheiße. Ach so, ja. Fuck it. Ja, neuerdings macht. Neuerdings. Gedacht, ja. Ja, neuerdings macht YouTube, wenn du nicht da bist. Bist du noch da? Das ist. Hat jemand dabei Netflix abgeguckt? Ja, aber es ist so eine nervige Scheiße. Die wollen dich damit dazu bringen, ein Premium zu kaufen. Beziehungsweise zu abonnieren. Oh, das ist Legend of Zelda Musik. So, okay, es ist Tag geworden, braucht gar nicht schlafen zu gehen. Ja, das. Ich lag im Bett und hab irgendwann die Geduld verloren. Ah, okay. Ich wollte gerade schlafen gehen. So, ich habe einen Emerald. Oh nein. Gut, dann heißt das wohl Kartoffeln anbauen. Achso, das rohe Kabeljau und das ist gebratener Kabeljau, deshalb kann ich die nicht stapeln. Meat brauch ich nicht. Okay, den Rest mache ich nachher. Warum bist du schon gewachsen? Sehr schön. Zelda-Musik. Jetzt habe ich noch gewonnen. Noch ein Mehl. So. Gott sei Dank wächst das ganze Zeug hier ziemlich schnell. So, und weiter wird geangelt. Ich brauche biologische Abfälle. Alles, was biologisch ist, kannst du reinstopfen. Ich weiß, ich habe noch nichts Biologisches dabei. Oh, noch ein Kugelfisch. Schade, dass du nur Kartoffeln nimmst. Ich will nämlich unbedingt das Schwert von dem Schmied haben. Ich brauche 18. Nee, Quatsch, ich brauche 13 beim anderen Schmied. Moment, kann ich nicht einfach... Wir haben noch zwei Schmiede, dann nehme ich dir dein Waffending weg. Wem nimmst du was weg? Hier wird nichts weggenommen. Schmied, ich habe dem Schmied seinen. Ach so, den Villagern, da sind den ganzen was wegnehmen. Ja, natürlich. Ich bin bei den Villagern, ich bin jetzt nicht bei euch. Den Villagern, die Villager dürfen enteignet werden. Sie müssen enteignet werden, das ist eine Grundregel. So, dann stellen wir das Ding mal wieder hin und gucken, was er jetzt im Angebot hat. Der alte Mann. Und schon wieder ein Kugelfisch. Wie wahrscheinlich ist es, dass man Nametags angelt? Recht gering. Ja, extrem gering sogar. Ich merk's. Aber Kugelfisch angeln ist, glaube ich, auch sehr gering, oder? Nee. Absolut nicht. Ich habe jetzt nämlich schon Viere geangelt. Okay, dann mache ich doch jetzt mal Folgendes. Kugelfische. Eine Kugel für Nametags angeln. Mal googeln. Minecraft. Schon wieder ein Kugelfisch. Drei Knochenmehl. Yes. Zwei Kartoffeln. Ah, das dauert. Fischerei. Was steht denn hier? Offizielles Minecraft-Wiki-Fischerei. 85% Fische, 10% Trödel, 5% Schätze. Und das Nametag zählt wahrscheinlich unter Trödel, oder? Davon ist auszugehen.
Sweeping Edge und Smite. Nee, das ist. Namensschild ist ein Schatz. Das zählt unter Schätzung. Scheiße, ich hab keine Kohle dabei. Trödel? Trödel ist Seerosenblatt, Bambus, Leder, Knochen, Wasserflasche, Schüssel, Haken, verrottetes Fleisch, habe ich schon geangelt. Verrottetes Fleisch, Stockfaden, Tintenbeutel, beschädigte Angel. Und Schätze sind Namensschild, also Nametag, Naturialschatz, also Muschel, ein Sattel, verzauberter, beschädigter Boden, verzauberter, beschädigte Angel und ein verzaubertes Buch. 0,8% Wahrscheinlichkeit, dass man Nametag angelt. Und Kabeljau hat 51% Angelwahrscheinlichkeit, was hier einiges erklärt. Wallachs ist 21,2%, Kugelfisch ist 11%, Tropenfisch ist 1,7%, also das ist schon. Den Tropenfisch, den ich noch nie geangelt habe, ist noch viel wahrscheinlicher als ein Nametag. Es könnte, das, ich glaube, das wird nichts mehr hier. Das Nametag-Angler. Okay, jetzt Bebing gemacht. So, nichts Besonderes. Aber da kam es doch bestimmt ein Rezept, das, ich bin mir da sicher. Nametag craften. Looting 1 Schwert, ist ein Looting 1 Schwert gut? Du hast eine höhere Chance, Items zu droppen, beziehungsweise mehr Items zu droppen, wenn ich es richtig im Kopf hatte. Ja, gut, ich bin mir nicht mehr sicher. Namensschild, Java Edition. Ich hab's einfach abgebaut und gucken, was er jetzt anbietet. Ach, in der Waldvilla, im Verlies und in der Minenwelle. Okay, Schatz und Feueraspekt, das nehme ich. 18 Emeralds. Easy. Schatzkategorie 1. Muss nur sehr lange Kartoffeln fahren. Na, Dorfbewohner. Dorfbewohner verkaufen, da, Namensschilder. Für 20 Smaragde. Du bist doch gerade bei Villagers. Kannst du mal gucken, ob die... Ich hab keinen, der die verkauft. Hast nachgeguckt? Ja, ich habe jeden nachgeguckt, auf der Suche nach jemandem, bei dem ich leicht Emeralds farmen kann. Kein Namensschilder. Ich muss sehr lange Kartoffeln anbauen. Okay, Villager wäre wahrscheinlich die Möglichkeit. Dann könnten wir, wenn wir noch ein Dorf finden, dann mal nach Nametags ausschalten. Du kannst zu meinem Dorf kommen. Und wie das? Du gehst hin. Und wie komme ich da hin? Ja, wo ist dein Dorf? Hast eine Wegbeschreibung? Bei Koordinaten 1660 und minus 257 etwa. Geht ja noch. Das finde ich trotzdem nicht. Okay, Koordinaten, wie waren die nochmal anzuzeigen? 3. Ah ne, da wechsle ich dann Pausenraum. Das ist bei mir halt Pausenraum. Ja. Das bin besetzt. Eigentlich beim letzten Mal schon beheben wolltest. Ach nö. Wie kann ich mich teleportieren? Was braucht mich bei teleportieren? Ich teleportiere zu Mordi. So, Etage Nummer 2. Kann ich mich selbst teleportieren oder muss das ein Prof machen? Theoretisch könntest du es auch selbst, aber ich mach einfach mal. Zwergenfürst nach Mordev. Oh, hi. Hey. Weil die Chance, dass wenn du versuchst, den Kram einzutippen, Mordev plötzlich bei dir steht, ist schon recht hoch. Ja, das stimmt. Das war eine Kiste. Okay. Crafting-Bank. Einmal Villager suchen. Das müsste beim Schmied sein, wenn ich mich nicht irre. Kannst du nachts oder während eines Gewitters schlafen? Okay. Ist das so? Ja. Ja. Das ist ein großes Dorf hier. Das ist ein gewaltiges Dorf. Du bist doch bestimmt ein Villager, der einen Nametag verkauft. Ich hab zwar noch keine Emeralds, aber... Ja, die farm ich ja gerade. Okay, der verkauft eine Eisenaxt und ein verzaubertes Eisenschwert. Für 18 Emeralds kannst du den verkauftes verzaubertes Eisenschwert...
was ich die ganze Zeit machen will. Das aber ist ich hab eine leider sehr keine gute Idee. Ich hab nur einen gerade. Ich hab natürlich gerade keinen Stein da. Scheiße. Und den Windowjar haben sie ja eingesperrt. Da steht hier, geh raus. Wirst du handeln? Der will irgendwie nicht handeln, oder? Vermutlich. Kartoffeln. Der verkauft Brot. 26 Brot, ein Emerald. 26 Brot? Ja, hier, der verkauft dir für 26 Brot, gibt er dir ein Emerald. Der Typ hier. Der hier. Oh, ja. Hast du genug Brot da? Das sind Kartoffeln. Stimmt. Hast du genug Kartoffeln da? Deshalb farm ich hier die ganze Zeit Kartoffeln. So, jetzt habe ich hier 28. Wo ist der Typ gerade? Willst du dich mal ins Bett legen, Modi? Ja, klar. Ich habe ja auch gerade ein Bett. Prof? Schlafen gehen? Ja, hören gleich. Die Villager müssen wach bleiben. Muss nur noch mein Haus etwas ausleuchten, mein neues. Über mir steht ein Villager. Ich bin jetzt in seinem Bett. Okay, ja, bin im Bett. Tja, der muss wach bleiben, der Villager. Fertig. Hier sind zwei Villager. Die vermehren sich. Die teilen sich ein Bett. Die haben sich mit mir ein Bett geteilt. Das waren Dreier. Verdammt. Dreier. Ach je. Mögen Schweinekartoffeln? Ich hatte gerade einen Dreier mit zwei Villagern. So ein Mist. Ja. So ein Mist. Ich hatte einen Villager und Dreier. Nein. Och nö. So, mehr Kartoffeln. Bin traumatisiert. Auch alle Kartoffeln, die möglich sind. So, gibt's hier noch einen Händler? Es gibt. Jeder mit Beruf ist ein Händler. Okay, das ist der das wertvolle Teil verkauft. Oh, Moment, ich kann doch. Quatsch, was hast du einen Beruf? Lauter Arbeitslose hier. Du bist arbeitslos. Ja, ich farm jetzt erstmal Gras, damit ich Knochenmehl farmen kann. Arbeitslose hier. Das ist doch richtig, das ist doch richtig, das ist doch. Schande. Schande. Such dir einen Job. Ich habe einen Arbeitslosen getötet. Das ist toll. Die Preise gehen jetzt hoch, nur so als Info. Gilt das nur für ihn oder für alle? Ich weiß es nicht. Ich schau mal eben nach. Jetzt habe ich die Preise gesteigert, oder was? Töten sorgt dafür, dass die Preise alle hochgehen. 18 Emeralds für ein Eisenschwert. Oder dass die teilweise auch einfach nicht mehr mit dir handeln werden. Ah, sehr schön. Bitte also nicht einfach random Leute umbringen. Wenn man versucht hier... Wir knutschen gerade. So. Noch handeln okay, sie. Gilt nur für ihn. Aber die handeln auch mit mir noch. Die haben es scheinbar nicht mitbekommen, dass ich den gekillt habe. Ja gut, das kann natürlich auch sein. Oh, hier ist ein Pferd. Hast du einen Sattel dabei? Ja, ich habe tatsächlich einen. Aber du musst erstmal zähmen. Und wie? Mit Karotten oder? Das waren Schweine, die mit Karotten gehen. Du musst ohne irgendein Item Rechtsklick drauf machen. Okay, ich habe 64 Gras. Ich hoffe, das lässt sich kompostieren. Scheint links zum Abklicken. Okay, ich reite das Pferd. Hey, Emeralds. Das will mich nicht. Das hat mich abgeschüttelt. Holz. Jo, lässt sich. Danke dafür, Villager. Ich stehe jetzt mitten im Kompost. Schüttel mich ab. Oh, ich hab's gezähmt. Sehr schön. Ich hab ein Pferd. Ich weiß nicht, was für ein Erfolg das ist. Allerbeste Freunde. Und wie kriegt man den? Indem man ein Pferd zähmt. Ach,
Okay. Ich habe Black Beauty. Ich habe keinen Platz dafür. Nehmen wir das schwarze Pferd hier. Warum habe ich wieder ein zweites Bett da? Meine Fresse. Du gehörst mir. Das schwarze Pferd, das ist sehr schön. Schön. Ich versuche immer noch Kartoffeln zu farmen. Hm. Gezähmt habe ich dich noch nicht, oder? Wenn du schon fragen musst, wahrscheinlich nicht. Wie steige ich jetzt hier ab? Wie steige ich von dem Pferd ab? Ey. Der Villager hat mich gerade vom Kompost heruntergeschmissen. Okay. Sitzt auf dem Pferd fest. Mit Shift. Ah, ich glaube, Gras für Knochenmehl lohnt sich nicht. Oh nein, du fährst mir nicht meine Karte. Okay, ist das jetzt gezähmt oder nicht? Hm. Ja, es wirft mich nicht mehr ab. Das Pferd. Wo habe ich denn meine Leine? Ja, jetzt laufen die Kartoffeln aber ganz gut. Tatsächlich. Okay, das scheint gezähmt zu sein, weil es läuft mir hinterher. Ich kann es noch nicht reißen. Den guck mich in den Zaun macht, der Villager nervt so hart. Warum kann ich das Pferd noch nicht reiten? Wie war das noch mit Zaun? Okay, und welches von denen habe ich jetzt genommen? Ah ja. Ach, okay, so. Welches habe ich jetzt gezähmt von euch? Hm, mysteriös. Hm. 24 du Zoll nicht? Reichen die nicht? Ja, ich denke schon. Oh doch, du. Du hast mich abgeworfen. Nein. Welches Pferd war es denn jetzt, was ich gezähmt habe? Das ist doch hier. Das große Schwarz, das will ich nicht. Okay, dich nicht. Wollen die Hafer vielleicht? Weizen. Mir jetzt noch das schwarze Ding. Okay, schon mal nicht. Können Sie bitte gehen? Das Harz zu zähmen. Okay, raus kommt er also. Er kann mir die ganzen Kartoffeln. Du kommst auch weg. Okay. Farmer erfolgreich ausgesperrt. Wird wen erfolgreich ausgesperrt? Den Farmer, der mir andauernd die scheiß Kartoffeln klaut. Yay. Bin ich ganz in Ruhe hier. Sieht nach gezähmt aus, aber ich kann es immer noch nicht. Wieso kann ich das nicht reiten? Brauchst du einen Sattel? Ach so.
Ja, komm mal rüber zum Feld. Hast du einen Sattel für mich? Ja, ich hab einen, den habe ich doch vorhin gefunden. Komm mit, Pferd. Oh, ich hab die giftige Karte gefunden. Cool. Du kannst dich jetzt geehrt fühlen. Wo bist denn du? Ich bin beim Feld, ich bin immer beim Feld. Weil ich Kartoffeln farme. Okay, ich habe hier einen Eisengolem. Sieht zumindest aus wie einer. Ja, schau mal, was ich für ein hübsches Pferd habe. Schön, Moment. Hier ist der Sattel. Sehr schön. Herzlichen Dank. Und ja. Yay. In welche Richtung muss ich reiten, um zum Dorf zurückzukommen? Zu unserem. Ich habe keine Ahnung.